Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Patrizia 2, Aufschwung der Hanse. Wir haben uns ja, also ich habe mich das letzte Mal gewundert, wo eigentlich das Geld hingeht, was wir verdienen, laut Unternehmenswertanzeige. Denn eigentlich, naja, wir steigen langsam, aber sicher, aber so, wir steigen noch. Und ich habe gerade mal ausgerechnet, wirklich mit dem Taschenrechner hier so, ne, dem physischen Apparat, den es da eben so gibt, was wir denn eigentlich noch an Warenwert im Lager haben. Denn das ist natürlich immer außen vor, beziehungsweise das kann man das vielleicht einschätzen. Jetzt sieht man hier zwar gut 100 Felle, 100 Eisenwaren, übrigens lustigerweise genau gleich viel. Aber zum Beispiel jetzt diese ganze kleinen müsste ja noch dazukommen. Was weiß ich denn, was das wert ist in der Summe. Aber hier so 21 Hanf, das ist schon eine Menge, wenn man drüber nachdenkt. Das sind ja auch mal so schnell 10.000. Ja, und wenn ich das alles aufsummiere, haben wir einen reinen Warenwert insgesamt auf die Hanse verteilt von 321.000. Also das kann sich durchaus sehen lassen. Und dazu haben wir natürlich hier noch das vergebene dann mit 20.000. Also 340.000 sind wir noch zusätzlich zu den 100.000 haben wir sozusagen an Geld. Oder an liquiden Mitteln. In der Wirtschaft würde man sagen, an kurzfristig verfügbaren liquiden Mitteln. Denn wenn es Geld knapp werden würde, könnten wir immer noch sagen, okay, wir verkaufen schnell das und das und das. Das ist ja immer möglich. Und dementsprechend hätte man dann wieder Geld. So, das Problem dabei ist. Ja, jetzt kommt's. Wir müssen hier handeln wie bekloppt. Was ich jetzt noch machen werde, ist, weil hier ein Memel ja ist, ist ja so eine Weinhochburg, kann man ruhig sagen. Ich werde jetzt ein Memel. Wein immer kaufen, wenn es unter... Ich weiß gar nicht, was ich hier eingestellt habe. Das werde ich in Memel so ähnlich machen. 180, ja, das ist gut. Werde ich in Memel auch so machen. Weil Wein wird man immer los. Und wenn ich hier schon Kontohandel anhabe, das ist ja relativ teuer auf Dauer, kann man das so ruhig ausmachen, dass man das hier, ne? Das da einkauft, aber nur bis 250. Nicht zu viel. Ich bedenke, dass ich hier früher... Ne? Ich werde auch hier nochmal höher machen, auf 200. So. Siehst du, ich kaufe auch noch Tuch 1 zusätzlich. Da gehen wir aber auch runter auf... Ne, 200 ist schon sehr niedrig, das müssen wir so lassen. Das müssen wir so hinnehmen. Ja, also wir haben jetzt wirklich so langsam, aber sicher... Ich will nicht sagen, wir haben es geschafft, ne, aber... Es könnte besser laufen natürlich. Ich werde jetzt hier auch nochmal einen Holkenauftrag geben, damit die hier nicht einschlafen. Das wird auch der letzte sein. Das ist definitiv der letzte. Danach bauen wir aus. Und danach rüsten wir mit Waffen aus. Apropos. Können wir auch gleich weiterkaufen. Ich muss sie so oder so irgendwann kaufen. Da kann ich es auch gleich machen. Und da ich ja weiß, dass wir noch genug Warenwert haben, können wir das auch einfach so machen. So, jetzt sieht es wieder katastrophal aus. Ach, siehst du, der hat schon was verkauft. Naja, was soll's. So, Salz... Hanf. Wolle, okay. Muss man immer einen Überblick behalten, dass auch alles da ist, was man braucht in der Stadt. Irgendwann, wie gesagt, automatisiert man das per Handelsroute und dann braucht man nicht mehr darauf zu achten, sondern das wird dann automatisch geregelt. Wenn man das gut gemacht hat mit der Automatisierung. Wenn nicht, ist man irgendwann im Arsch, weil man einfach nur minus einfährt, da die Betriebe halt leer laufen. Achso, nee, so rum. So, können wir noch was verkaufen? Verkaufen, verkaufen. Können wir? Können wir? Können wir? So, in den Turn kurz mal reingucken. Bisschen Salz kaufen, dass wir den Salzpreis ein bisschen drücken, weil unser Salz, was wir halt haben, ist schon teuer. Das ist wirklich nur, das Salz, das wir haben, das ist wirklich eigentlich nur zum Verkauf. Und um unsere Produktion sicherzustellen, nicht, dass die irgendwann mal trocken läuft. Da muss man mal aufpassen. Das geht schneller, als man denkt. Wir hatten es ja schon 2-3 Mal, dass die trocken gelaufen ist, beziehungsweise dass man... Naja, dass man halt in Probleme gekommen ist, deswegen, dass man extra mal losspannen musste und dann nichts da war und dann, super, muss ich halt mit 20 Salz zurückfahren und alles toll. Das kann passieren, wenn man nicht selbst eine Salzproduktion hat. Und da habe ich dann lieber hier so einen Gemischtpreis mit 400 Salz, dann lieber sowas. So, 140 Tuch, läuft bei mir. Haben wir beim Fürsten noch was zu verkaufen? Nicht wirklich, sind keine guten Preise. Das ist halt manchmal das Problem, wenn der ewig keine guten Preise anbietet, dann kommt man echt ein Problemchen.
Okay, jetzt können wir einfach nur einlagern, das ist okay. Das ziehen wir raus. Jetzt frage ich mich aber schon wieder, jetzt haben wir doch eigentlich schon wieder so viel verkauft. Ja? Oder? Also ich meine ja nur. Na gut, Felle sind noch ein paar übrig, aber das ist ja Kleinvieh. Getreide, Fisch. Okay. Könnte trotzdem eigentlich, weiß nicht, eingebrochen. Aber ich vermute mal, den haben sie wieder gefasst, oder? Ja. Und zwar in Rostock, der Ratsherr Jan Possiel. Okay. So, was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt? Kurz mal vorspulen. So. Also wild dazu. Okay, wir gehen das Bier kaufen. In Helsinki. Wenn eh gerade Abrechnung war. Ja, so viel dazu. So viel zum Bier kaufen. Okay, super Preise. In allem hier gerade. Also muss man gerade zuschlagen. So tief es eben möglich ist, zuschlagen. Ah, hallo Schwier. Schön, dass es dich noch gibt. Bedrängen ruhig meine Konkurrenten, weil mich lässt ja anscheinend nur doch in Ruhe mittlerweile. Ach, guck mal hier, Wein, Wolle. Können wir noch was verkaufen vielleicht? Yo. So schnell kann es gehen. Und in Danzig natürlich noch Salz mitnehmen. Das teure Salz. Können wir noch was verkaufen in Danzig? Jupp. Und jupp. Und jupp. Also dieser Autokauf jetzt im Nebel ist natürlich jetzt wieder eine Mega-Investition, ne? Davon muss man halt auch erwähnen. Wir kaufen da sehr viel Wein ein. Können das aber auch sehr gut wieder loswerden in der Hanse. Fehlt hier was? Salz? Nee. Ja, können es auch wieder sehr gut loswerden. Und dementsprechend ist das halt auch kein Problem mehr. Ne? Also ihr seht schon hier, könnt ihr es einfach jetzt verkaufen. Ich lagere es erstmal ein. Ist ja egal. Ich versuche eigentlich nur meine Stadt und trotzdem ist es halt nicht genug. Eigentlich. Oh Mann, ey. Na gut. So, da fahr ich nochmal so eine Runde, würde ich sagen. Weil diese Zahl hier oben, die da einfach nur mal im Rumspringen ist. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Die haben ja gar nichts. Für mich. Was ist das? Warte mal. So. Das ist jetzt das, was sich gerade gelohnt hat auf die kurze Strecke. So, super. Richtig toll. Richtig, richtig toll. Ist gerade nichts. Ist auch gerade kein Winter. Also, es ist schon wieder sehr komisch. Das kann manchmal. Ich kann es manchmal echt nicht nachvollziehen. Na ja, gut. Wahrscheinlich hat er auch schon wieder Memel fleißig Wein gekauft. Ich gehe mal weiter davon aus. Rückzahlung wird natürlich gefändet und es wird wahrscheinlich, ja, wieder mal ein Schiff. Weil es halt doch etwas mehr war. Sobald es hohe Beträge sind, wird das meist gefändet. Nee, Tuch bleibt hier. Wolle kommt mit. Und dann gucken wir mal, ob wir was verkaufen können. Zum Beispiel Fisch. Nö. Es ist so krass. Es ist so krass. So, die Henrietta legt an, habe aber gerade kein Geld. Moment. Moment, muss kurz mal was verkaufen. Hm, aber nicht hier. Vielleicht ja einen Ton. Nicht viel. Vielleicht ja in Danzig. In Rostock. Schaden. Ah, wahrscheinlich die Schnicke. Ich vermute mal die Schnicke, das ist meistens, wenn Schiffe schon arg kaputt sind, dann sind die noch kaputter, wenn man sie nicht sofort repariert. Ja. So, wie sieht's aus? Können wir noch was mitnehmen oder was? Ja, hier, so, tschüss. Können wir zumindest erstmal Eisenerz wieder abliefern. Bitteschön. Bitteschön. Und das mitnehmen.
Wir fahren jetzt erstmal damit rum. Mal gucken. Müssen wir wieder ein bisschen manuellen Handel betreiben. Na, siehst du, so schnell kann es gehen. Und, ja, nee. Nur so ein paar. Nee. Ja. Ah. Und wieder ein Hulk fertig gehält. Nämlich der letzte im Bunde für die Hulk-Flotte. Hulk und Kocken-Flotte. Den nennen wir, warte mal, wir hatten zuletzt Diabolos. Nach Diabolos kommen bekanntlich die... Oder? Müsste hinkommen. Oh, hallo, Abrechnung. Mensch. Hatten wir lange nicht mehr. Ja, aber trotzdem, die Weine sind natürlich schon krass, wie man damit was reinholen kann. In Danzig. Okay. Stört mich herzlich wenig. Solange es nicht unbedingt ein Rostock ist, aber selbst da stört mich nicht wirklich. Theoretisch könnte ich jetzt in Rostock auch schon außerhalb der Stadt mal bauen. Man hat schon sehr viel Zeit eigentlich. Oh. Um den zu befriedigen. Befriedigen. Stadtmauer. In Memel. Aber wenigstens nur 16.000. Hep. Das ist eben der Nachteil, wenn man in vielen Städten ansässig ist. Das wird jetzt noch mehrmals kommen. Deswegen brauche ich ja auch ein gewisses Geldpolster auf Dauer. Wenn sowas mal kommt und ich habe gerade nichts, dann bin ich am Arsch. Ich weiß gar nicht, was da passiert. Ich glaube, da wird dann einfach was gefändet, aber das kann alles möglich sein, je nach Preis. Je nachdem, wie viel es eben ist. Newcastle ist doch eine recht große Stadt. 2800. Das könnte durchaus ein interessanter Handelspartner für die Zukunft sein. Denn ich habe jetzt hier fast alles losgekommen dort. Einfach mal so. Ich werde es auch zurückfahren, weil das lohnt sich jetzt nicht, hier weiter zu gucken, ob ich noch was in den nächsten Städten mir holen könnte. Schön, dass da gerade Getreide reinkam, bevor ich zugemacht habe. Ja, das lohnt sich dann halt irgendwann nicht. Wir machen natürlich inzwischen halt in Malmö, nehmen ja gleich alles mit. So, halt. Und hep, hep. Hep. Jetzt muss ich halt erstmal mit rumschleppen, aber ist egal. Ich muss natürlich wieder zum Großteil nach Danzig. Ich kann aber gucken, wie viel da jetzt schon fehlt. 30. Das heißt, ich kann 50 hier erstmal reinpappen. So. So, ja, gut. Tja, und jetzt? Weiß ich nicht. Tuch und Wein mitnehmen, wahrscheinlich. Der Warenwert ist halt, das ist halt das Problem, dieser Warenwert, der wird halt für immer bestehen bleiben. Das liegt auch einfach nur daran, dass wir ja immer wieder Waren nachkaufen. Wir laufen ja nie wirklich leer. Also ich werde jetzt hier niemals irgendwann einfach mal 400.000 auf der Hand haben. Das werdet ihr nicht sehen. Das wird nicht passieren. Ja, das ist einfach nicht möglich. Ne? Das ist nicht... So funktioniert es halt nicht. Das habe ich ja letztens schon angesprochen mit den Umsätzen und Gewinnen. Das geht so nicht. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Klar, habe ich jetzt mal hier ausgerechnet, wie viel ich an Waren habe. Das war einfach nur Interesse halber, wo mein Geld hinläuft. Und das fließt halt einfach nur 1:1 ins Lager. Wow. Aber das ist halt ist ja nicht verkehrt, ne? So ein Lager aus sich aufzubauen ist besser, als Geld zu haben, was man dann irgendwie, weiß ich nicht, nicht benutzt. Ich muss halt bloß hinterher sein beim Verkaufen. Denn groß was anstauen darf sich nicht. Da ist ganz schnell Feierabend. Tschüss. So, 50 Fälle nehmen wir mit. Man hat's ja. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt irgendwie losbekomme, sinnvoll. Walen. Stapellauf hat man schon. Und Walen in Rostock. Ja, wie immer, ne? Hat sich nicht viel getan. Hat also keiner jemand Neues bestochen. Wobei, nee, ich glaube, Kinski hat ein bisschen abgebaut, aber naja, es geht. Habe ich schon schlimmer gesehen. So. Zack, zack, zack. Zack.
direkt mal wieder 100.000 eingenommen, ne? Habt ihr gesehen, wie schnell es wieder hochging? Das ist halt heftig. So, dann Hanf gleich mitnehmen. Schlimme ist, er braucht halt trotzdem noch Eisenwaren. Also Eisenwaren kann ich eigentlich fast schon ausbauen. Produziere es zu wenig. Offenbar. Okay. Schauen wir mal. Mach mal so. Ja, Eisenbahn. Ah, Eisenbahn ausbauen. Das ist halt so teuer, ne? Das wäre halt wieder. Zum Beispiel auch Holz, glaube ich, ausbauen müsste. Wenn mich nicht alles täuscht. Obwohl, nee. 2,1 mehr würde ich noch schaffen. Würde dann genau aufgehen, glaube ich. Ich werde die Eisenbahn locker flockig los. Locker. Also absolut ohne Probleme. Und dann verkaufe ich sie halt schon für, ich weiß es nicht. 330. Ich könnte höchstens den Preis hochschrauben, aber es wirklich lohnt, tut sich das nicht. Ich meine, ich bin auch der Einzige in der Stadt, der Betriebe baut. Ansonsten wäre das doch keine 4000er Stadt. Das darf man nicht vergessen, wenn man Betriebe baut, wird die Stadt ja insgesamt auch größer. Denn nicht nur da. Die Armen kommen halt her, um hier zu arbeiten, dann auch die Reichen dann dementsprechend, weil es halt, weiß ich nicht, weil es dann größere Feste gibt oder was, keine Ahnung. Jedenfalls war es halt insgesamt eine größere Stadt. Ach hier, apropos. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt hier noch für einen Betrieb bauen soll, der mich nicht in die Kacke reitet, auf gut Deutsch. Alles andere, Viehzucht bräuchte Salz, obwohl ich natürlich eine Salzüberproduktion habe. 14 Verbrauch bei einer Produktion von wie viel? Aber jetzt noch Fleisch herstellen. Fleisch ist eine sehr teure Produktion. Sieht man ja schon immer an den Werten der Stoffe. 35. Produziere also deutlich mehr, als ich letzten Endes verbrauche. Ich meine, was ich halt nicht verbrauche, verkaufe ich halt. Unter minimalem Gewinn natürlich leider nur. Ich werde jetzt auch mal hier ein bisschen den Kontohandel. Ich setze jetzt mal auf 35. Ich weiß nicht. Ich bin echt immer am Grübeln, was man jetzt mal machen könnte. Weil jetzt die Holke, ich müsste eigentlich jetzt wirklich auf Risiko die Holke langsam ausbauen. Können wir mal gucken, ob ich das schon machen könnte vom Prinzip her. Was kostet mich der Spaß dann? Ich habe kein Pech mehr. Ach stimmt, ich habe nochmal einen Holke gebaut. Ne? Dann muss ich mal Pech einkaufen gehen. Ja, Pech, Holz, das geht ja noch. Eisenbahn, das müssen wir nach einer Lieferung machen. Aber es kostet auf jeden Fall 8000 pro Holk. Bei wie viel Holken? Ach, 6, ne? 1, 2, 3, 4... 5, 6. Ich glaube, Hering Fische war ja schon fertig. Ja. Also 5 Holke. 40.000 erstmal prinzipiell. Nett. Eine Spende. In Danzig. Da wird gar nicht erst überlegt, da wird direkt abgelehnt. Ich spende ja gerne, wie gesagt, aber es ist. Wir haben gerade selber unsere kleinen Problemchen. Boah, was ist denn hier los? Tada! Neues Schiff. 1%. Okay, Moment. Moment, das hier. Das ist zwar jetzt super gefährlich. Ne, warte mal, wir machen es anders. Wir schicken den da rein. Ja. So, habe ich hier was verloren? Habe ich, ja. Der Rostocker Stolz hat, glaube ich, an Dingens verloren. An Haltbarkeit, aber es ist nicht so schlimm. Ich werde wahrscheinlich eher erstmal. Moment. Wie es sich hier reinschleppt. Warte mal. Mal so hier. Wir machen den jetzt erstmal wieder leer. Oh. Wer hat denn hier übernommen, sag mal?
Schiffsliste. Steht hier wieder nicht da, ne? Hm. Wo stand denn das eigentlich? Ah, hier, Kunigunde wieder. Okay. So. Dann reparieren wir den. Hab grad Geld, wunderbar. Uff, 19 Tage. Ganz böse. Oh, ist voll oder was? Moment. Moment. Leer machen. Dann. Aber hey, wieder ein neues Schiff. Soll mir recht sein. Der Konvoi ist mittlerweile richtig böse gegen Piraten. Richtig, richtig böse. Die können nicht mehr sehr viel tun eigentlich. Müsste mal noch gucken. Der ist noch voll bewaffnet, ne? Aber ich glaube, der Rostocker stolz nicht mehr. Doch. Na gut. Wir hatten ja eigentlich so viel gefressen. Warte mal, irgendeiner von denen ist ja recht kaputt. Der Rostocker stolz. Und St. Paul. Okay. Ja. Wir reparieren jetzt aber nicht hier. Wir nehmen erstmal alles mit, außer das Tuch. Wie immer. Und dann sich noch das Salz mitnehmen. Dann gucken wir nochmal, dass hier zwischen Rostock und Malmö alles in Ordnung ist mit Eisenerz. Und dann werden wir kurz reparieren müssen. Verdammter Fisch, ey. Das ist krass. Ich werde nicht los. Das Zentrallager platzt langsam aus allen Nähten. Aber na gut. Muss ich durch. Meine durchzublicken ist irgendwann auch immer schwieriger. Ne? Ach guck mal, hier dauert so 5 Tage. Da sieht man mal einen Unterschied. So, Warnversteck wird schon wieder angefragt. Sag ich natürlich lieben gerne nein. Und dann wollen wir doch mal nach Pech suchen. 5 Tage war echt entspannt. Mensch, hätte ich gedacht, das wird jetzt hier grausam lange, aber nö. Ist okay, 5 Tage. Ist halt eine knappe Woche. Eine Arbeitswoche, ne? Das wäre noch krass, wenn das wenn das noch beachtet werden würde, was die Arbeitswoche ist und was nicht. Dass du irgendwie am Sonntag nicht einkaufen kannst oder sowas. Oh, ey. Das wäre echt mal interessant eigentlich. Aber ich weiß nicht. Haben die früher so, na doch, Sonntag hat keiner gearbeitet, oder? Ist ja, allein schon wegen Christentum und so, ist ja nicht. Mit Sonntags arbeiten. Das können ja Christen nicht. Das ist, von Geburt an können die das nicht. Oder wollen halt nicht. Ich glaube, das wurde damit auch bloß eingeführt, damit nicht jeden Tag gearbeitet werden muss. So, jetzt haben wir nur noch Fische, ne? Hier können wir nochmal Tuch hinbringen, das ist auch subi. Diese Abrechnung ist so heftig. Tuch. Ich bedenke, wie viel Tuch ich übrig habe, ey. Das ist so übel. Das ist einfach nur so übel. Na gut, Wie lange repariert er jetzt eigentlich hier? Das dauert jetzt ewig, ne? 78 Tage, na gut. Aber da hat er noch gut Waren. Das ist ganz cool. Deswegen, ich gucke halt immer, wenn ich mal gerade auf offenem Meer bin, ne, dann muss man auch mal schauen. Denn Piraten fahren auch öfters mal einzeln rum. Das ist sehr dämlich. Aber sie tun es. Ich weiß auch nicht, warum sie es eigentlich tun. Vor allem mit halb kaputten Schiffen. Das war jetzt schon mehrfach, ne? Ich müsste es eigentlich mal wirklich aktiv. Das können wir mal nächste Folge machen. Ich mache nach der Folge mal einen Speicherpunkt. Ne? Dann gucken wir in der nächsten Folge mal. Gehen wir mal auf Piratenjagd. Scheint sich ja doch zu lohnen. Oh, das war ein bisschen too much. Just a little bit. Na komm, was soll's. Weg damit. So, nochmal ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht einen Stockhammer noch was mitnehmen. Und dann machen wir in der nächsten Folge Piratenjagd. Naja. Ich bin gespannt. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob das jetzt unbedingt gut geht. Wenn nicht, machen wir es vielleicht doch nicht. Aber ich denke mal schon. Das wird ganz gut. Ja, das wird. Ja, das wird er irgendwann abverkaufen. Langsam. Ich habe das Gefühl, der kauft ein bisschen wenig Felle. Wenn ich ehrlich bin. Vielleicht sollte ich den Fellpreis doch etwas anheben beim Einkauf. Und dafür dann beim Verkauf auch noch ein bisschen anheben.
dass er langsam doch gesättigt ist. Maximal, ja. Ich setze sie auf 800. Fuck off. Und sage jetzt hier: Fälle, Kontohandel verkaufen für mindestens 900. Ich hoffe mal, das ist okay. Ja, ich denke schon. Gut. Und dann machen wir in der nächsten Folge, wie gesagt, meine kleine Piratenjagd. Wir öffnen mal die Piratenjagd. Ich bin gespannt, nachdem wir jetzt hier Folge an Folge immer nur handeln, 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 handeln. Wir müssen überleben, wir müssen überleben. Ne, wir haben ja auch fleißig ausprobiert. Ach, siehst du, ich wollte Pech kaufen. Naja, das machen wir irgendwann nebenbei. Ja, nachdem wir immer bloß irgendwie versucht haben zu überleben und so ganz langsam nebenbei mal ein paar Holke gebaut haben oder Holks oder Holki, wie gesagt, ich weiß nicht, was die Mehrzahl davon ist. Trotzdem haben wir unseren Unternehmenswert immer weiter erhöht. Ich weiß nicht. Ja, in 12 Monaten jetzt nicht so viel. 70.000. Aber... naja, immerhin. Wir haben jetzt wieder einen kleinen Knick drin. Das ist Gott sei Dank. Das war ja schlimm genug. Und jetzt sieht man es auch in den kleinen Knick nach unten. Das war ja abzusehen. Aber es ist okay. Das ist trotzdem von 100... von 1.100... also von 1.100.000 auf 1.300.000 sind es ungefähr. Also nicht schlecht. Gut. In der nächsten Folge, wie gesagt, meine lieben Freunde, Piratenjagd. Wir sehen uns da. Denkt an die Bewertung und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, macht's gut, bis dahin und tschüss.